So, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, die letzte Aufnahme, da ging so ein bisschen was in Dutten. Ich werde mal gucken, ob ich das Videosignal nicht optimal übertragen. Werde ich mal gucken, ob ich das vielleicht im Zeitraffer abspielen kann. So, wir haben ja dadurch, dass unsere Freunde uns wieder besucht haben, Energiezellen bekommen. Und wollen jetzt hier das kleine Schiffchen hier noch ein bisschen wieder versuchen aufzubauen. Ja, da sind wir eben auch einmal gestorben. Mal gucken, ob wir jetzt hier unsere Energiezelle hier oben irgendwie raufbekommen. Nein, nein. Es ist Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Die 6, so, dann kommt hier noch ein Block hin. Ja, bauen wir uns mal diese Hilfsdinger, dass wir hier oben rauf können. Du nicht. So, die 7. Jetzt aber ganz vorsichtig, Kollege. Ja, dass ich hier so vor ungeahnten Problemen und Herausforderungen gestellt werde, das hätte ich mir allerdings auch nicht träumen lassen. So, passt du da jetzt hin? Immer noch nicht. So passt du da hin. Aber so ist es kacke. Na gut, aber um erstmal Energie. Nur zwei Träger und 15 Solarzellen.
Ja, um erstmal Energie vielleicht für die Batterie zu produzieren. Dass die sich auflädt. Und den Lüfter müssen wir noch anbauen, sonst können wir nichts atmen. Lüfter. Lüfter. Lüfter und Lüfter. Lüfter und Lüfter. Nehmen wir den Lüfter. Und zwei Metallgerüst fehlen. Ich glaube, das Spiel hasst mich. So, zwei Metallgerüst. Ich sag's doch, das Spiel hasst mich. Inventar. Warum kann ich denn? Oh, Lüfter entlüften. Nee. K. So, Batterie. Speichert Energie. Interne Panzerung, gut. Aber zur Not können wir dann da vielleicht noch eine zweite ran ploppen. Mal kurz gucken, was hier unser Batterie. Derzeit gespeichert 2,9. Okay, das passt ja. Was haben wir denn an Steinen? Obsidian. Keine Steine mehr. Hat der schon alles verbaut hier? Kurz mal alles weglegen. Dann können wir mal demontieren. Dann können wir 1, 2, 3. Ja. Platin, Platin. Dafür brauchen wir bei Platin. Ah, super. Auch voll. Ja, das ist hier richtig Hardcore Survival momentan. So, können wir denn ein Earthbreaker Drill hier anbauen? Dafür brauchen wir aber
können wir nicht, weil die im Weg sind. Und weil der Boden im Weg ist. Das ist ein bisschen fett. Dann machen wir Folgendes: Wir gehen nochmal auf die Twin Drills. Da. Da. Sehe ich da schon wieder? Ja, meine Freunde. Das nehmen wir gerne mit. Da sagen wir gerne Danke. Danke, danke, Anke. So, kriegen wir. War das hier noch ein, dass wir noch einen dritten hinkriegen? Acht. So. Stahlrohr brauchen wir. Na, warum geht der denn da mal raus? Stahlrohr klein. Motor und Herstellungskomponente. So, Motor und Herstellungskomponente. Stahlrohr groß und Stahlplatte. So, Stahlrohr groß und Stahlplatte. Stahlrohr groß und Stahlplatte. Das war ein mutiger Jump. So, 14 Stahlrohr groß. So, wir können jetzt Stahlrohr. Oh. Ich wollte gerade sagen, wir müssten hier jetzt unsere Stahlplatten wieder in Eisen umwandeln und dann können wir den bauen, aber das geht ja auch so. Und da wird es auch schon wieder dunkel. Ja, so schnell ist eine halbe Stunde um. So, Twin Drill. Die nennen wir wieder Bohrergruppe. Und Dr. Kolben, nein, Kolben. Nennen wir einfach mal K. So. Bohrer an und Kolben umkehren.
da jetzt hier gerade keine Gegner sind. Mal gucken, wie viel die mir jetzt hier wegballern. Und hoffen, dass wir dann den Earthbreaker Drill bauen können. Ja, da kommen sie schon. Und diesmal nicht wenige. Alter. Fuck, ey. So, 5 Energiezellen, das passt. Stahlplatten. Das waren jetzt echt viele auf einmal. Stahlrohr. Kommt nicht verschwinden, ich will euch noch looten. Die kleinen Tricks. Nein! Ah, schockschwere Not. So, Stein ist schon mal gut da. Und der müsste... Ja, der zerlegt das auch. Oh, Magnesiumpulver. Da haben wir noch 117. So, dann können wir mal auch eine Hydrogen Tank machen. Ja, fürs so, und wo ist Eis? Da ist Eis. Wollen wir machen? Habe ich den ausgestellt? Sauerstoffgenerator an. Okay, ja, jetzt ist auch Vollproduktion und Sauerstoff wieder aus. So, der ist gut voll. Wir brauchen nichtsdestotrotz brauchen wir interne Panzerung. So, und schon haben wir eine neue Waffe. Assault Rifle. Und die rüsten wir auch gleich mal aus. So, man kann zwar nicht durchgucken, aber die ist bedeutend effektiver. Jetzt wollte ich doch mal gucken, was wir hier noch haben. Shotgun, Compact Automatic Rifle Tactical, Compact Precisors. Okay. So. Jetzt nochmal kurz zum Schiffchen. Gut, interne Panzerung. Davon könnten wir jetzt sogar noch... Ja, geben wir mal gleich 100 Stück in Auftrag. Produktion, interne Panzerung. 100. So. Naja, es geht ja wieder langsam voran.
Dann müssen wir das Ding noch verbinden. Achso, ich müsste mal die Bohrer wieder ausstellen. Gut, stellen wir die Bohrer noch aus und dann versuchen wir das Schiff dann in der nächsten Folge mal wieder fertig zu bauen. So, Kontrolle für Bohrer aus. Kolben umkehren. Aus. Ja, schönes Loch, lass sie uns hier reinfräsen. Und dann gucken wir mal, ob wir den großen Earthbreaker ranbekommen. Passt immer noch nicht. Lass mal echt mal hier gucken. Jawohl. Okay, aber ich glaube, unsere Stahlplatten werden dafür nicht ausreichen. Nur ich glaube, dann haben wir genug Stein. Und herstellen haben wir auch nicht genug. 5600. Aber schaffen wir es hier noch eine Gehhilfe hinzubauen? So, der ist schon mal dran. 4300. Ja, das Produktion, Herstellungskomponenten. Eisen. Starre klein, das Ding brauchen wir. Packen wir mal das noch ein und das noch. So, Motor ist genug. Ja, Starre klein. Und 3200. Produktion. Ja, machen wir mal 3500. So, was brauchen wir noch? Starre klein 6, halt starre groß 600 und starre klein 800. Na super.
Da bin ich mir nicht sicher, ob das reicht. Eisen. Ja, es nimmt schon ganz schön ab. Es kommt auch gut was zu. So, Produktion. So, was fehlt uns jetzt noch? Computer. 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 Und weil wir noch mal 1.500 brauchen, gehen wir die auch gleich mit den Aufträgen. So. Können wir die hier schon mal anbringen? So, insgesamt 400.000 Herstellungskomponenten. Ja, können wir hier nochmal 200 zumachen. Wenn wir erstmal den Icebreaker Drill hier dran haben. Dann sollten wir genug Stein haben, um auch wieder weiter voranzukommen. So, was war hier oben? Da ist überhaupt kein Hinkommen. Ja, und schön, jetzt fahren wir wieder runter. Vier Herstellung, ein Motor. T, vier Herstellung und ein Motor. Die Frage, wenn wir das Ding hier abbauen. Haben wir gut Motoren? Hallo? Geröckelt. So, von dieser Seite. So, jetzt ist der auch verbunden. Können wir anfangen? Halt. Brauchen wir hier noch ein G wie Gyroskop? Stahlplatte. Alter, das wären auch immer mehr. Kurz mal hier umtauschen, dass wir ein paar Stahlplatten machen. Und er sprach, es werde Licht, und fortan war es Licht. So, starre groß und Computer. Dann brauchen wir den Ohrdetektor.
So. Dafür brauchen wir Herstellung, Sensor, einen Sensor und einen Computer. Hier schon mal wieder anbauen. Ja, das passiert, wenn man sich hier die ganzen Fußwege alle wegmacht. So. Zumindest das Metallgerüst kriegen wir dadurch. Und Metallgerüst besteht aus Nickel und Kobalt. Big Tubes. Ja, es ist jetzt ein bisschen Friemelarbeit hier. Aber was wollen wir machen, ne? Es bleibt uns ja hier nichts übrig. So, die Batterien füllen sich langsam. Wo haben wir denn hier? Achso, ein Computer und ein Herstellungskomponent. Gut, aber ich würde sagen, wir sind schon wieder ein bisschen über die Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten.